Wir gucken uns jetzt ein Video an und dieser Titel, ich habe den gesehen und ich dachte mir so, Broski, Broski, was ein verrückter Titel. Deswegen bin ich gespannt, was der Inhalt noch dazu gibt. Titel ist, wieso du aussiehst wie ein Keck. Bruder, was ist das für ein Titel, JD? Der ist schon fast gottlos. Und der triggert mich, das zu sehen. Ey, sehe ich aus wie ein Keck? Ich glaube mir nicht. Aber ich will herausfinden, warum der ein oder andere, laut JD, wie ein Keck aussieht. Ihr seht aus wie ein Keck? Yo, Bro, exactly, Bro. Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder da seid zu einem weiteren Video. Natürlich, ne, ist das alles nicht ganz so ernst gemeint. Bitte fühlt euch da nicht auf die Füße getreten. Heute geht es in dem Video um das Thema Hype, Trends, Gruppenzugehörigkeit und dem Einkleiden eines Individuums allgemein. Okay, Bro. Alle ziehen gerne Sachen an, die wir cool finden. Na, wir lassen uns inspirieren auf Instagram, auf TikTok, im echten Leben, in unserer Freundesgruppe, in der Schule, je nachdem wie alt ihr seid. Da war ich auch mal in der Schule. Ja. Oh, Lil JD. Das ist ja Jahrzehnte bald. Wir lassen uns inspirieren, wir finden Dinge an anderen. Ich finde auch sein hier Background nice mit den Bildern, mit dem Basketball, diesem alten Sideboard. Cool und denken uns dann, dass die Sachen auch an uns cool aussehen. Das ist ganz normal. Inspiration zählt natürlich zu den wichtigsten Faktoren im Leben. Das Problem ist nur, wenn Dinge an anderen Leuten cool aussehen, aber an uns eben nicht oder an einem selbst eben nicht. Und das passiert leider ganz schnell und ich möchte euch heute erzählen, woran das liegt und was man dagegen machen kann. Okay, früher, als ich noch in der Schule war, gab es immer... Wow, Bro, why you do that to yourself? Alle paar Monate irgendwas im Trend, das wird vor Jahren noch anders gewesen sein, ne? Damn! Das Bild ist crazy. Was man dagegen machen kann. Okay, früher, als ich noch in der Schule... Bruder. ...gab es immer mal alle paar Monate irgendwas im Trend, das wird vor Jahren noch anders gewesen sein, ne? Also auch weit vor meiner Zeit. Momentan gibt es aber auch immer noch sehr breitmassige Trends. Es gibt Stilrichtungen, die natürlich gerade angesagt sind, ja, bei der breiten Masse. Okay, das geht so, aber ich habe das Gefühl, als könntest du nicht dem Workwear-Trend entfliehen. Aktuell. Sehr nischige Trends. Was ist für euch aktuell? Ich will wissen. Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es mir jetzt. Ich will aktiv wissen, welchen Stil könnt ihr auf Social Media aktuell nicht entfliehen? Weil ich habe das Gefühl, als würde ich einen Look nach dem anderen sehen. Eine Baggy Pants nach der anderen. Eine Carhartt-Jacke nach der anderen. Halt auch etwas, heutzutage gibt es nicht mehr diesen einen Trendfluss, an dem alle nagen und den alle cool finden oder uncool finden, sondern es gibt sehr viele kleinere Gruppierungen, kleinere Nischen. Geht's mit diesen scheiß Karabinern? Trends, die halt irgendwie so ein bisschen cool sind. So haben wir Rick Owens, wir haben hier auch Opium. Can't even walk with the Opium members. Ne? Zum Beispiel, wenn du eine 35-jährige Frau, die in der Bank arbeitet, fragst, was für Opium, dann wird sie sagen, habe ich noch nie probiert. Okay. Es ist alles für uns als Social Media Natives, ist das ja alles so Standard. Wir sehen die crazy Kleidungsstile jeden Tag auf Instagram. Ich feiere Karabiner, ne? Aber ich fühle, was du meinst, Raphael. Carhartt, Stussy, ACG und so weiter. Bro, this is crazy. Aktuell ist das so. That's the wave. Und dann immer den. Bruder. Warum? Der ist crazy. TikTok und Co. Wir finden sie cool oder wir finden sie nicht cool. Wenn wir etwas cool finden, dann wollen wir das meistens ja eben auch nachkaufen. Wir wollen konsumieren und das ist auch völlig fein. Gerade... Wir wollen konsumieren. Bei Models, die wir uns anschauen, bei dünnen, schlanken, gut trainierten, großen Menschen mit wunderschönen Gesichtszügen sehen die Sachen halt auch ein. Bro, du musst nicht von mir sprechen. Immer sexy aus. Da kannst du nichts sagen. Die können einen Kartoffelsack anhaben und sehen gut aus. Wenn du jetzt aber als Otto-Normalverbraucher diesen Style reproduzieren möchtest, was ja auch völlig fein ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an dir nicht so cool aussieht, leider sehr hoch. Und dadurch passiert halt schnell, dass wir aussehen wie Keks. Und deswegen... Das ist einfach zu sagen, so, wow, du aussiehst wie Keks oder deswegen sehen wir aus wie Keks, ist crazy to me. Da habe ich mir mal Gedanken gemacht, wieso das eigentlich so ist. Und da gibt es... Warum nennst du mich Keck? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mehrere Faktoren, die dem Ganzen zuspielen. Zum einen, erstmal ist es
wenn wir uns ein Produkt kaufen, wie zum Beispiel etwas von Rick Owens, was sehr ausgefallen ist, was auch sehr cool aussieht mit anderen Produkten aus Kollektionen von Rick Owens. Aber in unserem Kleiderschrank, der stilistisch auf eine ganz andere Thematik ausgerichtet ist, oder? Wenn wir uns jetzt aber ein paar Kiss-Boots zum Beispiel kaufen, die wirklich sehr crazy sind, und die mit unserem Skate-inspired Kleiderschrank paaren, dann sieht... Kann funktionieren, ich sag jetzt, ne, kann alles funktionieren, hier Welten mischen und so weiter und so fort. Ich finde sogar literally, wenn du es gut hinbekommst, viel besser, als wenn du in dieser Welt bleibst, von Rick Owens alleine oder halt von Marken, die ähnliche Ästhetiken haben. Wenn du aber zum Beispiel verschiedene Aesthetics gut miteinander kombinieren kannst, mag's. Aber das Problem ist, dass Leute auch sich die Sachen holen und verkleidet aussehen. So, und man sieht halt, wenn du das nicht bist. Klar kann das sein, dass du dich noch unsicher fühlst, wenn du das zum ersten Mal trägst oder wenn du das erste Mal, die ersten paar Mal siehst. Aber das ist auch okay. Aber wenn ich denke so, okay, der versucht jetzt hier irgendwie die Außenwelt dazu imponieren und er ist das nicht, dann sieht man das und dann sieht es einfach Quatsch aus. Oder steht dir einfach nicht, das kann natürlich auch sein so, ne? Einfach nicht cool aus. Und ihr werdet zum Beispiel enttäuscht sein, weil ihr nicht so cool aussieht wie das Model auf Instagram, das im Full Rick Owens Look auf dem Boden sitzt und halt eben cool wirkt. Das Problem ist, dass wir Trend... Und es geht halt auch schnell. Guck mal, ihr habt zum Beispiel ein sehr gut executed Rick Owens Piece. Das ist on point. Und dann nehmt ihr euch von irgendeiner anderen Brand ein Piece, auch in dieser Welt spielen möchte, was aber executed ist wie ein Designstudent, der gerade so hobbymäßig Mode macht oder gerade so seine ersten Schritte macht. Wenn du die zwei Sachen kombinierst, dann siehst du einfach, dass das nicht von der Designsprache gut ist oder von der Umsetzung gut ist, also wie es vernäht, also konstruiert ist, gut ist und du pairst das damit, dann sieht es auch ass aus, weil du hast dieses hochwertige Produkt nicht auf dem gleichen Level gelassen oder ein Produkt, was viel krasser ist oder was auch gut produziert ist, dass es so auf dem Level spielt. Du hast es mit einem Piece gepairt, was hier unten ist. Das heißt, dass du ziehst dieses gute Piece hier runter vom Level her. Und dein Outfit ist da nicht mehr hier, weil du dieses gute Piece hast, sondern dein Outfit ist hier. Check dir, was ich meine. Und ich sehe das oft, vor allem bei dieser Opium Avantgarde Wave, sieht man es am meisten, finde ich. Weil die Leute pairen das dann irgendwas mit irgendwelchen Pieces, die probieren das zu sein, aber es effektiv nicht sind. Bestimmten Produkten hinterher rennen, die wir als cool befinden, die gerade gehypt sind, das kann von mir aus auch ein einfach Standard Samba Schuh sein. Also irgendwas, was halt gerade so als einzelnes Ding cool ist, was wir nachkaufen, dann aber merken, es liegt nur im Schrank rum, weil wir es nie anziehen. Das passt halt auch eigentlich gar nicht zu unserem Stil. Das ist ein Riesenproblem und deswegen wirkt es teilweise halt auch sehr erzwungen, wenn bestimmte Styles Menschen getragen werden, die eigentlich nicht in dieser Sparte unterwegs sind. Versteht ihr, was ich meine, Freunde? Dazu kommt dann meistens, dass man für bestimmte Produkte, die halt von Designern sind, die ihre Produkte auf bestimmte Körpertypen abstimmen, dass man selbst einen anderen Körperbau hat. Ja. Bro, ich in einem Celine Full Fit macht keinen Sinn. Ich weiß das. Ich kann es appreciaten, dass Leute das tragen. Ich weiß, macht keinen Sinn. So I don't do that. Einen anderen Körpertyp, man hat vielleicht kürzere Beine als die Models in Paris und dementsprechend fallen die Produkte, sitzen die Produkte und sehen die Produkte auch am Ende anders aus. Auch das führt dazu, dass man vielleicht verkleidet aussieht, dass man nicht so aussieht, wie man eigentlich aussehen möchte. Also wirklich nicht falsch versteht. Ich möchte niemanden angreifen. Es ist mehr so ein Arbeiten der Thematik und das Verstehen, warum manche Dinge an Leuten cool aussehen und an anderen halt eben wirklich komplett doof, um YouTube-konform zu bleiben. Er meint Ass, er meint Trash, er meint, du siehst aus wie ein Keck. Das hat er gerade da gesagt. Das sind nicht meine Worte, das sind seine. Jeder kann tragen, was er möchte, jeder soll tragen, was er möchte. Und gerade so Dinge, Sachen anziehen und merken, dass sie zu einem passen oder dass sie nicht zu einem passen, ist eine super wichtige Sache in der persönlichen Stilfindung. Man muss ausprobieren, um zu merken, okay, das ist was oder es ist nichts. Man entwickelt sich weiter, wenn wir 10 Jahre zurückschauen auf die Outfits, die wir getragen haben, so geht's mir natürlich. That's crazy. Das war einfach der Look, ne? Ich glaube, ich hatte diesen Look nicht. Ich habe aber auch nie Pinrolls gemacht. Doch ein, zwei Mal habe ich schon mal diese Pinroll probiert. Bin kläglich gescheitert und hab's dann gelassen. Auch denke ich mir auch manchmal so, was hast du da gemacht, mein Junge? Das mag trendbasiert sein, hypebasiert, einfach vielleicht persönlicher Geschmack, der in so eine kleine Selbstfindungsphase gegangen ist. Also es kann super viele persönlicher Geschmack. Ich sag ehrlich, hier sieht er aus wie Schwiegermamas Liebling. Der in so eine kleine Selbstfindungsphase gegangen. Und diese Karabiner war damals anscheinend schon. Der ist JD, du bist ein Early Adopter. Also es kann super viele Faktoren innehaben,
Aber am Ende des Tages geht es darum, dass man sich selbst in dem Ding wohlfühlt. Die Außenwahrnehmung, ne? Also ihr habt natürlich immer, ihr wirkt auf andere Leute, die sehen euch. Ob es den anderen gefällt, was ihr tragt, ist am Ende wirklich komplett egal. Aber wenn ihr euch selbst fragt, warum sehen Produkte an anderen cooler aus als an mir selbst, stellt euch die Frage, passt das in meinen Kleiderschrank? Bin ich Zielgruppe für die Schnitte des Designers? Und das merke ich auch mit meinen eigenen Klamotten. Natürlich kaufe ich Klamotten ein, lasse die an meinem Körper quasi mehr oder weniger modellieren, sodass mir vom Schnitt an meinem Körper gut gefallen. Ich bin aber anders gebaut, als es jetzt ihr seid. Ihr seid anders gebaut, als es ich bin. Und deswegen ist es umso wichtiger, seinen persönlichen Style für sich zu finden. Und das geht nur, wenn man ausprobiert. Ein perfekt aktuelles Beispiel ist da auch noch die Merch-Kollektion von Kanye West. Wo ist die, Kanye? Wo ist die? Ich habe nicht mal das Versandbestätigung bekommen. Den haben wir, glaube ich, geskippt. Das haben wir auch geskippt und das haben wir auch geskippt. Und die Pants haben wir auch. Und die Schuhe haben wir auch. Und ihr. Also nicht nur ich, wir. Wir warten zusammen, weil ich habe für euch mitbestellt. Vultures. Die T-Shirts zum Beispiel, die jetzt schon ausgeliefert wurden, die Yeezy Pods, diese Sockenschuhe. Das sind alles Schnitte, die seht ihr, die sind bei Kanye West vielleicht cool, weil ihr Kanye West als Person cool findet und der eh auch tragen könnte, was er wollte, egal ob es cool aussieht oder nicht. Ich auch, okay? Nein, ich glaube, könnte mir auch gut stehen. Es würde halt als cool wahrgenommen werden, weil er halt einfach ein edgy, special Typ ist. Und weil er Kanye West ist. Wenn die Sachen jetzt aber bei euch ankommen und ihr die Schnitte an euch seht, wird das alles ganz anders sein, als ihr es erwartet habt. Also auch hier, ne, ihr kennt auch Harrison aber Neville zum Beispiel, der hat jetzt so ein T-Shirt ausgepackt. Oh mein Gott, den gibt es noch? Der ist crazy. Und Harrison Neville sieht in dem T-Shirt nicht so cool aus wie Kanye West. Das sieht so ass aus. Er weiß selber. Niemand muss ihm was sagen, er weiß selber. Bei Körperbau ist halt einfach anders. Und das kann Bro, Harrison Neville bei mir so fittet, ich bin so man. Sich selbst cool finden, er kann es nicht cool finden. In der Außenwahrnehmung werden Leute auch sagen, es sieht entweder cool aus oder es sieht nicht cool aus. Aber es sieht auf jeden Fall anders aus als sein Kanye West. Und das sollte euch bewusst sein. Der Fit ist eine Katastrophe. Warte mal, ich habe doch Dagier auch in dem Piece gesehen. Bei Dagier sah er cool aus. Ich hab's nicht gefunden bei Dagier. Aber es sah cool aus bei dem. Auch wenn ihr Sachen nachkauft, stellt euch die Frage, braucht ihr die Sachen? Könnt ihr die Sachen an euch sehen? Passen sie zum Rest in eurem Kleiderschrank oder müsstet ihr jetzt vom Skate-Style auf Full-Opium umstellen, damit ihr die Sachen tragen könntet? Und dieses ein bisschen irgendwo selbstkritisch sein ist dann auch beim Aufbau eines Kleiderschrankes wichtig, der euch persönlich gefällt mit Produkten, die idealerweise alle im System zusammenpassen, auf denen ihr jeweils aufbauen könnt und nicht, dass ihr am Ende des Tages eine Pierung von verschiedenen Stilrichtungen habt, die miteinander nicht können und ihr dann irgendwie jeden Tag, weiß nicht, einmal als Full Goth rumlauft. Goth, oder als Skateboy oder als... Aber geht, wenn der Kleiderschrank groß genug ist, kannst du das machen. Wenn ich mir Sanj Kleiderschrank angucke, dann denke ich mir so, Bruder kann original alles tragen. Wenn ich mir Wisdom und Sanj Kleiderschränke sind so huge, dass die halt diese Switches machen können oder auch diese Stilrichtungen so krass miteinander kombinieren können. Deswegen, es geht schon. Du brauchst halt nur viel mehr Klamotten und viel mehr gute Klamotten. Ein Boy oder als Hip-Hopper, ne? Das ist ja nicht schlecht, kann auch cool sein, aber dann nicht wundern, wieso ihr eure Kiss-Boots nicht mit eurer Polar Skate Co. Baggy-Hose anziehen könnt. In diesem Sinne, viel Food for Thought. Lasst mich gerne mal eure Meinung da. Ich habe meine Meinung gesagt, war wirklich Food for Thought. Und ich sag ehrlich, wieso du aussiehst wie ein Keck, was JD gesagt hat, ist nur deswegen, weil du arm bist und der Take ist auch crazy. Und weil du nicht so reich bist wie Wisdom K und Sergi bei Take. Scheiße, Mann.